meine Damen und Herren, liebe Kinder. Ich darf Sie hier im Delfinarium des Zoologischen Garten Duisburg recht herzlich begrüßen. Wir wollen jetzt auch sofort mit unserem Programm beginnen. Unsere Delfine sollen sich zunächst einmal mit ein paar lockeren Sprüngen bei Ihnen vorstellen. Seid ihr soweit? Dann legt doch einfach mal mit ein paar Sprüngen los. Und auf geht's. Genau, davon brauchen wir mehr. Ja, was macht der Rest der Bande? Sehr schön. Genau, zeig euch nochmal. Prima. Und ein letzter Sprung. Sehr gut gemacht. Komm nach vorne. Ja, unsere Delfine möchte ich Ihnen natürlich auch aber ganz kurz vorstellen. Die Delfinart, die Sie hier vor sich sehen, das sind die sogenannten großen Tümmler. Die großen Tümmler haben ihr Verbreitungsgebiet in allen gemäßigten Weltmeeren. Wir hier in Duisburg haben insgesamt 4 große Tümmler. Ja, und mindestens 2 davon sollen sich dort drüben auf der anderen Seite einmal ganz von nahen zeigen. Schauen wir mal, wie viel wir da zusammenkriegen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, alle da. Super gut. Wechseln wir mal schnell die Seite und zeigen uns da drüben auch nochmal von nah. Da sind sie schon. Jawohl. Für unsere Delfine möchte ich Ihnen natürlich auch einmal ganz kurz einzeln vorstellen. Da fangen wir mit unserem ältesten Delfin an. Unser ältester Delfin, das ist hier vorne, der Ivo. Der Ivo ist ein Delfin-Männchen. Er ist 27 Jahre alt und 2,70 Meter lang. Als nächstes haben wir hier die Pepina. Pepina ist eine 25 Jahre alte Delfin-Dame. Da haben wir sie schon. Dann haben wir hier noch 2 waschechte Duisburger. Einmal die Delphi, eine junge Dame. Sie ist vor 14 Jahren hier bei uns geboren. Hallo Delphi. Und die jüngste in der Gruppe, das ist die Daisy. Ebenfalls ein Delfin-Weibchen. Die Daisy ist vor 10 Jahren hier bei uns geboren. Da haben wir sie schon. Die beiden Duisburger befinden sich zurzeit im Pflegealter, haben nichts als Unsinn im Sinn, aber das können wir uns bestimmt nachher noch in aller Ruhe anschauen. Bevor es jetzt endgültig losgeht, noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar kann es hier während des Programms zu Sprüngen oder anderen Aktionen kommen, die nicht geplant sind. Das hat unter Umständen Folgen, und zwar für die Besucher in den vorderen Reihen. Da kann es nass werden. Das können ein paar Tropfen sein. Das können aber auch genauso gut einige Liter werden. Wo ich weiß, dass es nass wird, das sage ich natürlich vorher Bescheid. Das klappt allerdings nicht immer. Und vor allem betrifft das nicht nur die Besucher in der ersten, zweiten oder dritten Reihe. Wir kommen jetzt zwischendurch ohne weiteres in die 5., 6., manchmal auch noch 7. Reihe. So, alles ist gewarnt. Dann lasst uns loslegen. Wir machen uns ein bisschen auf. Das machen wir mit einigen Sprüngen. Dann nehmen wir uns die Stange zur Hilfe. Erster Sprung auf der ganz geringen Höhe. Das machen unsere Delfine sozusagen aus dem Stand. Okay, auf geht's. Sehr gut gemacht. Beim zweiten Sprung legen wir dann ein bisschen was an Höhe zu, aber auch das ist kein Problem für die Delfine. Jetzt probieren wir es mit dieser Höhe. Dann lockern wir uns gleich ein wenig weiter auf. Diesmal nehmen wir uns da oben den blauen Ball zur Hilfe. Diesen blauen Ball soll jeder Delfin gleich ein- oder zweimal berühren. Der erste Delfin, der springen wird, der hat es dabei noch ganz leicht, da hängt der Ball ganz ruhig. Für die nächsten Sprünge wird das Ganze dann umso schwieriger, denn da ist der Ball dann in Bewegung. Schauen wir mal, erster Sprung, Delfin, schon nicht schlecht. Jetzt heißt es genau hinschauen, zielen und vor allem treffen. Jawohl, super. Klasse gemacht, Delfin. Gleich der nächste Sprung hinterher. Und wen haben wir da? Ivo. Klasse, Dicker. Als nächstes Pepina. Und genau hinschauen, zielen und treffen. Ja, sehr gut gemacht. Und Daisy. Hervorragend. Dann haben wir da nochmal die Delphi. Und ja, der ist schon ganz schön schwierig, hä? Super. Und den Abschlusssprung, den übernimmt der Ivo. Dicker, genau hinschauen, zielen und schaffst du. Ja, schauen wir uns mal kurz an. Da haben wir die blutende Delfine, die man sehr schön sehen kann. Nicht senkrecht über den Fischen. Die Flug ist der Antrieb der Delfine und deshalb auch sehr beweglich. Jawohl, gut. Gut,
einfach nur fest hier oben auf dem Delfin drauf. Gut. Gut, welche Flossen haben wir noch nicht gesehen? Wer hat aufgepasst? Die Brustflossen, na klar. Die Brustflossen, die nennt man Flipper. Die Flipper nehmen zum Steuern und sind auch wieder super beweglich. Jawohl. Die Fluke hoch. Jawohl, wir drehen das ein Stückchen und haben alles perfekt im Überblicker. Da haben wir also ganz hinten die Flüge, oben drauf die Finne, rechts und links die beiden Flipper. Die Schnauze des Delfins, die ist zu einem langen Schnabel ausgezogen und in diesem Schnabel, da befinden sich 88 spitze Zähne. Okay, super gut gemacht, Dicker, und schon wieder rein. Sehr gut. So, nun gucken wir uns mal an, was man mit den ganzen Flossen noch so anstellen kann. Fangen wir mit den Brustflossen, mit den Flippern an. Mit den Flippern können Delfine nicht nur hervorragend steuern, sondern auch ganz toll Gegenstände festhalten. In der Wildbahn mahnen sich Delfine bei der Paarung oder halten auch mal ihre Jungtiere fest. Wir stellen das mit den bunten Bällen nach. Klemmt euch die mal zwischen die Flipper und dreht mal eine Runde damit. Das sieht gut aus. Und den Ball hier abgeben. Okay. Den nächsten Ball bringt die Daisy zurück. Kleine, abgeben. Super gut. So, die Delphi schläft da vorne fast ein. Der Ivo zeigt uns in der Zwischenzeit, wie toll er den Ball festhält. He? Dicker? Hey. Abgeben. Super. Und wir warten auf Delphi. Ist endlich angekommen. Aufstellen und ganz locker hier oben hin. Okay. Dankeschön. So, nächste Mal, Daisy. Gespielt. Ja. Super.